Heiligen Geist. Mein Name ist Stefan Staub und ich bin stellvertretender Dienstchef der Armeeseelsorge im Kommando Operationen der Schweizer Armee. Es geht um eine Ausbildung und zwar ein ernstes Thema. Es wird immer ja gestorben, man kennt das aus dem Zivilleben und natürlich eben auch im Militär. Es gibt Situationen, und von denen werden wir immer wieder eingeholt, wo Menschen in der militärischen Dienstleistung versterben und dann das Anrecht haben auf eine militärische Bestattung. Und die militärische Bestattung ist eine Form von einem Ritual, wo eigentlich etwas in der Sprache gibt, wo man in Wort gar nicht recht kann, ausdrücken kann. Und das muss gelernt werden. Das muss in den Ausbildungen immer wieder gelernt werden. Und der heutige Tag hat eigentlich den einzigen Sinn, dass man hier da in einer aktuellen Art, Form, an einem Ort, den man kennt, so etwas eins zu eins übt und dokumentiert. Was gehört jetzt da konkret alles zu einem offiziellen Begräbnis? Das sind ganz viele verschiedene Elemente. Das fängt an bei natürlich dem Pfarrer, beim Auftritt vom Kommandant, beim Auftritt vom Militärspiel, wo gewisse Musik spielt, Tamburen, wo Trauermarsch trommeln, Ehrenformation neben mit Salutschuss. Das ist, wie gesagt, die Maximalvariante. In jedem Fall mit der Trauerfamilie im Ernstfall besprechen, was sie wünschen aus all diesen verschiedenen Elementen. Spezieller Nachmittag hier in Plafeyen, wie ist das dazu gekommen, dass da mehr das Begräbnis kommt, kann üben? Wir haben eine Anfrage bekommen vom Armeeprotokoll, vom Adjutant Taumacho, ob man das hier in Plafeyen könnte machen könnte. Und in Absprache mit der Gemeinde haben wir dem zugesehen. Wie wirkt das auf euch, wenn ihr schon die erste halbe Stunde ein bisschen mitverfolgt? Es ist noch eindrucksvoll. Und man sieht auch, dass sicher gewisse Sachen wichtig ist, dass das einmal eingeübt ist, festgehalten ist, auf Foto dokumentiert ist. Ihr habt jetzt hier die letzten fast zwei Stunden das mitverfolgt, was hier passiert ist. Wie seid ihr da dazu gekommen, hierher zu kommen? Also mein Mann, der Toni, der arbeitet beim Hasler-Institut, Bestattungsinstitut, und er hat uns gesehen, dass täglich das Plafeu eine fiktive militärische Beerdigung stattfindet. Und das hat uns natürlich sehr interessiert, wie das einmal so abläuft. Ja. Was ist jetzt so der Eindruck? Wie hat das gefunden? Sehr, sehr, sehr eindrücklich. Weil ich einen Schwager habe, der im Militär arbeitet und er sich das auch sehr gewünscht hat, mal so, wenn er jetzt vorher sterben würde. Und es hat mich sehr interessiert. Okay. Und hat es vielleicht irgendetwas gegeben, das dachte, oh, ist das noch überraschend oder etwas, das noch nicht gewusst? Nein, eigentlich nicht. Das ist eben militärisch abgegangen. Sie haben alle einstudiert gegeben und ich habe gefunden, mal, sie ist gut gemacht. Ja. Und ihr habt nicht nur mehr zugeguckt, ihr habt auch aktiv mitgewirkt am Anfang, habe ich vorhin gehört. Ja, wir haben natürlich das ganze Programm daheim mal durchgelesen und dann hat uns der Herr Thalmann schon da vorher gesagt, wir dürfen in die Abtankungshalle gehen. Und wir sind natürlich dann auch eingegangen und sind vor dem Sarg spritzen und den Trauernden natürlich auch kontrollieren, wie sich das so gehört. Aber er hat sich schon ein bisschen merkwürdig angefühlt, nicht? Schon. Also ihm sind schon fast ein bisschen Tränen gekommen, weil man tut sich schon wie in einem Filmschauspielerischen Wesen, tut man sich schon drin ein. Das, wie es echt wäre, wirklich.